What's up, Bayern-Fans? Hier ist Gavin Schilling, euer neuer Center. Und das sollt ihr über mich wissen. Also ich bin hier in München geboren, also das bedeutet viel für mich. Das ist eine Ehre, hier in München zu sein und für Bayern zu spielen. Und ich freue mich auf die kommende Saison. Also als ich aufgewachsen bin, musste ich mich viel, also ich habe viele Änderungen gemacht und ich musste mich viel dran gewöhnen an verschiedenen Orten und so. Und das habe ich dann gemacht, also das ist jetzt für mich nichts Neues. Ich freue mich, in den nächsten paar Tagen mehr von den Leuten kennenzulernen und gute Vibes zu machen mit denen. Ja. Auf dem Platz ist auch genau das Gleiche. Also jedes Jahr ein neues Team und dieses Jahr ist für mich auch ein neues Team hier und ich freue mich mit den Jungs eine geile Saison zu spielen. Aber Ussi wirkt auch wirklich ein wenig überfordert auf der Point Guard Position und dann das schicke Anspiel. Perfekt gemacht von Šiško. Also ich habe einen großen Adler auf dem Rücken. Die Bedeutung ist, also mein Name Gavin, also die Umsetzung ist weißer Adler und deswegen habe ich das auf meinem Rücken und in der Mitte habe ich Jesus, weil ich gläubig bin und unten hier auch so ein Bibelvers. Ich mag gut auszusehen. Ich bin ein bisschen Fashionista sozusagen. Ich mag coole Sachen anziehen und ja, das gefällt mir. Ich weiß, dass mit dem Coach Trinkieri mich, also mit seiner Erfahrung und dass der mich weiterbringen kann. Also der hat schon viele Spiele also schon weitergebracht und ich denke, dass ich auch als Spieler mein nächster Schritt unter ihnen machen kann. Meine perfekte Saison würde aussehen mit einer Meisterschaft, deutscher Meisterschaft zu gewinnen und Euroleague Playoffs wieder zu schaffen und das auch zu gewinnen und Pokal auch noch. We wanted to establish Bayern at a level of EuroLeague, knowing that we had great fun chasing the playoffs and making the playoffs, playing an amazing series with Milano, going one possession short to make it to the Final Four. But we all know that this is not something that comes every year, and we cannot take it for granted. But nobody can take away dreams from us. Mm-hmm.